In letzter Zeit erhielt ich immer wieder mal Anfragen, worauf man bei Diversifikation achten sollte. Was ist eigentlich Diversifikation? Es geht um Risikominimierung oder Chancenerhöhung durch Streuung. Nicht alle Eier in einen Korb legen, steckt letztlich dahinter. Ich habe im letzten Video angesprochen, dass wir Aktionäre einen enormen Vorteil haben gegenüber vielen mittelständischen Unternehmen, die all ihr Geld, ihr gesamtes Vermögen in ihr eigenes Unternehmen investieren und damit natürlich ein enormes Klumpenrisiko eingehen. Denn niemand kann die Zukunft vorhersehen. Niemand kann gesetzliche Änderungen vorhersehen. Niemand kann Technologiesprünge vorhersehen. Niemand kann komplett veränderte Märkte, Digitalisierung und so weiter vorhersehen. Also Risiken gibt es immer. Und wenn dann das komplette Geld in einem einzigen Unternehmen steckt, dann ist das aus meiner Sicht ein enormes Risiko. Und da haben wir Aktionäre einen enormen Vorteil. Völlig unabhängig, ob einem das Unternehmen gesamt gehört, so wie bei vielen mittelständischen Unternehmen, oder ob ich der kleinste Aktionär bin. Durch Streuung kann ich das Risiko unheimlich minimieren und die Chancen erhöhen. Ich empfehle immer mindestens 10 Unternehmen zum Investieren. Ich habe seit vielen Jahren jetzt 15, habe damit gute Erfahrungen gemacht, bin damit glücklich. Es ist keine Wissenschaft. Man kann auch in 20 Unternehmen investieren. Wenn es mehr werden, ist der Zeitaufwand nimmt natürlich zu, die Kosten nehmen zu, die Transaktionskosten nehmen zu. Und aus meiner Sicht wird der Vorteil immer geringer, weil sich es kaum noch auswirkt, wenn sich einzelne Unternehmen unterschiedlich entwickeln auf das Gesamtportfolio, weil sie einen immer kleineren Anteil am Gesamtportfolio haben. Also eine zu große Streuung, da bin ich auch kein Freund davon, weil damit nur zusätzlicher Aufwand und zusätzliche Kosten verbunden sind. Aber wie gesagt, wenn jemand unbedingt mittlerweile mindestens 30, 40, 50 Unternehmen haben will, dann macht es Sinn, über einen Fonds nachzudenken. Da hat man eben eine große Bandbreite von Unternehmen in diesem Korb enthalten. Man braucht sich nicht um jedes einzelne Unternehmen selber kümmern. Ich bevorzuge dennoch Einzelunternehmen, weil ich antizyklisch investiere, weil ich damit höhere Renditen erziele. Und eine antizyklische Strategie ist mit Fonds schwierig umzusetzen, wenn dann nur mit relativ hohen Kosten. Und das möchte ich nicht. Also, streuen, aber nicht zu breit, aus meiner Erfahrung. Und auch in unterschiedliche Branchen investieren. Bitte nicht nur in eine Branche. Das ist ja auch unser großer Vorteil, dass wir auswählen können. Und dann gibt es natürlich auch Diversifikation in regionaler Hinsicht. Weltweit streuen. Mir ist es vollkommen egal, wo ein Unternehmen seinen Sitz hat. Denn Unternehmen wie Siemens beispielsweise, das sind eh Global Player, die könnten ihren Sitz genauso in Amerika oder in Asien haben. Ich achte aber schon darauf, wo die Umsätze erzielt werden. Und da möchte ich schon eine möglichst breite Streuung, eine weltweite Abdeckung haben. Dass einzelne Unternehmen auch nur in Deutschland oder in Amerika ihre Umsätze machen, damit habe ich kein Problem. Aber in der Summe meiner Investitionen möchte ich bei den Umsätzen eine möglichst weltweite Streuung haben. Damit ist wiederum das Risiko minimiert und die Chance erhöht. Und dann gibt es natürlich auch Diversifikation in unterschiedliche Anlageklassen. Das empfehlen ja viele Anlageberater. Also sowohl in Aktien investieren, als auch in Immobilien, als auch in Edelmetalle, in Rohstoffe, was es da so alles gibt. Eine möglichst breite Streuung. Ja, jeder wie er möchte. Bei mir war es aus der Vergangenheit nicht so, denn ich habe mit 15 angefangen in Aktien zu investieren, weil mich Unternehmen immer schon interessiert haben und weil Aktien die Anlageklasse mit der höchsten Rendite ist. Und mit 15 hatte ich nicht das Geld, um breit zu diversifizieren. Ich habe mich voll auf Aktien gestürzt, habe damit aber immer gute Erfahrungen gemacht. Ich würde aber niemandem empfehlen, der jetzt beginnt, neu
all sein Geld in Aktien zu investieren, wenn er damit noch keine Erfahrungen gesammelt hat. Denn das Risiko ist enorm groß, dass man bei Kurseinbrüchen nervös wird, weil man eben keine Erfahrung hat und dann aus Angst zu schlechten Kursen alles verkauft und damit hohe Verluste erzielt. Bei Anfängern würde ich empfehlen, mal mit 10-15% Aktienquote zu beginnen, abzuwarten, wie es sich anfühlt, wie man damit umgehen kann, wenn wieder mal Kursrückschläge kommen. Und wenn man merkt, damit kommt man zurecht, dann diese Quote peu à peu erhöhen, wenn man möchte, weil Aktien eben höher rentierlich sind und damit am meisten Vermögen und am schnellsten Vermögen aufgebaut werden kann. Ich hätte ohne Aktien die finanzielle Unabhängigkeit nie erreicht, aber ich bin eben damit groß geworden. Ich habe mit 15 angefangen, mit relativ wenig Geld, da waren die Schwankungen dann auch noch nicht so groß und dann bin ich damit aufgewachsen, dass das Vermögen mehr wurde, dass auch die Schwankungen mehr wurde und das habe ich dann als ganz normal empfunden. Aber neu beginnen würde ich es nicht empfehlen, sofort all sein Geld in Aktien zu investieren. Andere Anlageklassen, von Anleihen halte ich selber nichts, denn die 10-jährige Bundesanleihe beispielsweise rentiert negativ, aktuell mit minus 0,4%. Also wenn man in die im Moment investiert, weiß man sicher, dass man Verluste erzielt, außer man setzt auf Kursspekulationen. Und das ist nicht meine Sache. Edelmetalle kann man auch haben. Ich will Anlageobjekte, Anlageklassen mit laufenden Erträgen aus produktivem Geschäft. Und Edelmetalle liefern keine laufenden Erträge. Da hat man nur einen Kaufkurs und einen Verkaufskurs. Und das ist aus meiner Sicht Spekulation. Natürlich empfehlen viele, in Gold zu investieren, denn wenn ganz schlechte Zeiten kommen, dann ist Gold, hat sich als sicherer Anker erwiesen. Ja, aber ganz ehrlich, mit ganz schlechten Zeiten meine ich jetzt, wenn beispielsweise das Finanzsystem zusammenbrechen sollte. Und ob man dann Lebensmittel für Gold bekommt, wo jeder Dinge des täglichen Lebens benötigt, das halte ich auch für fraglich. Und in ganz schwierigen Zeiten, in Kriegszeiten, hat sich auch gezeigt, dass der Staat dann häufig Goldhandel verboten hat, weil sich der Staat keine Parallelwährung schaffen möchte. Also ob man dann Gold legal wirklich handeln kann, ist auch dahingestellt. Ich will produktive Anlageklassen, produktives Vermögen mit laufenden Erträgen. Und auch nach diesen Kriegen hat sich gezeigt, dass Unternehmen wieder Gewinne erzielen und damit relativ schnell wieder steigende Vermögen damit erzielbar sind. Auch darum, Aktien sind für mich einfach die bessere Anlageklasse. Ich weiß, in Deutschland sind Immobilien sehr beliebt, des Deutschen liebstes Kind. Ja, aber viele, die ein Haus kaufen zum Vermieten, investieren wiederum einen sehr großen Anteil ihres Vermögens in dieses einzelne Haus, nehmen meistens sogar Kredite auf, machen sich damit also abhängig von einer Bank. Und ich will finanziell frei sein, ich will unabhängig sein, das ist mein ganz stark verinnerlicht in meinem Leben. Ich will mich nicht von einer Bank abhängig machen lassen, die dann Tilgung und Zins haben will. Und es ist ein enormes Klumpenrisiko damit verbunden, weil dieses Haus natürlich in irgendeiner Region steht und niemand weiß, wie sich die Region in 20, 30, 40 Jahren entwickelt. Und so lange sind ja die Zeiten bei Immobilieninvestitionen und damit gehe ich ein enormes Risiko ein. Ich kann das Haus nicht versetzen, wenn sich diese Entwicklung unerwartet schlechter entwickeln sollte, wenn weniger Mieterträge erzielt werden sollte. Und laufende Kosten habe ich mit Immobilien auch immer. Ich muss Steuern zahlen, ich muss Reparaturen bezahlen, ich muss Gas, Wasser, all diese laufenden Kosten zahlen, egal ob ich hohe oder niedrige Mieten habe. Bei Aktien kann ich relativ schnell umsteuern und globale Unternehmen können sowieso umsteuern, wenn sich unterschiedliche Regionen besser oder schlechter entwickeln. Also, auch da, ich will kein Klumpenrisiko, deshalb investiere ich nicht in Vermietimmobilien. Aber jeder, wie er möchte, ich möchte da niemand
beeinflussen. Ich rede immer nur über meine eigenen Erfahrungen, über meinen eigenen Weg. Was haben Sie für Erfahrungen? Investieren Sie in unterschiedliche Anlageklassen? Oder gehören Sie zu den ganz wenigen in Deutschland, die einen sehr hohen Aktienanteil haben? Die meisten Menschen in Deutschland haben ja überhaupt keinen Aktienanteil. Was haben Sie für Erfahrungen mit anderen Anlageklassen gemacht? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Mich interessiert es wirklich. Und wir können uns gegenseitig so auch Erfahrungen austauschen. Und jeder kann davon profitieren. Und wenn Sie wenn Ihnen dieses Video wieder gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn Sie mir einen Like hinterlassen, wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, denn so erreichen wir mehr Menschen, die dann von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie künftig kein Video mehr verpassen wollen, dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren.